Heute im Einsatzführungskommando ein Herzstück der Neuausrichtung kennengelernt. Hier ist sozusagen das Scharnier zwischen der Frage, was ist der politische Wille, der in Berlin ausgesprochen wird, und was heißt das übersetzt in Handlungen der Bundeswehr. Und wir haben ja heute hier erlebt, das Einsatzführungskommando ist vernetzt mit allen Einsatzgebieten. Wir sind mit gut einem Dutzend in gut einem Dutzend Einsatzgebiete unterwegs, wobei man sagen muss, die Einsätze sind ganz unterschiedlich. Es beginnt mit einem einzigen Soldaten, der abgestellt ist für einen Einsatz, bis hin zu 3.000, die im Einsatz sind. Und die Art und Weise der Einsätze ist auch sehr unterschiedlich. Das konnten wir heute auch wieder hautnah sehen. Das geht vom Kampfeinsatz, wie Afghanistan lange gewesen ist, bis hin zu Einsätzen, die Ausbildung, Training, Unterstützung, aber auch Sichern des alltäglichen Lebens, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten wird, dass wie in Afghanistan zum Beispiel Wahlen auch in einem sicheren Umfeld stattfinden können, dass die Menschen zur Wahl gehen können, dass sie sich registrieren lassen können. In dieser ganz großen Bandbreite ist die Bundeswehr unterwegs. Der Einsatz in Afghanistan, der Kampfeinsatz, endet 2014. Es gibt politische Vorbereitungen, einen Anschlusseinsatz, nämlich die Unterstützung, Ausbildung, Sicherung der Lage. Dies muss aber erst noch auf den Weg gebracht werden. Aber es zeichnet sich natürlich ab, dass die internationale Gemeinschaft, sowohl die EU als auch andere Staaten in Afrika selber als einem Krisenherd gebraucht werden. Und im internationalen Verbund ist es wichtig, dass wir dann auch unsere Stimme erheben und unsere ganz klaren Vorstellungen einbringen. Zu Mali morgen wird das Mandat auf den Weg gebracht, das aber nur den Rahmen zunächst einmal beschreibt, bis eine Obergrenze von 250 Soldatinnen und Soldaten die Ausbildung, Training der malischen Streitkräfte dann vor Ort machen. Die genaue Ausplanung ist Aufgabe des Generalinspekteurs, der dann auch im Prozess der EU-Mission bei der Frage, wer kann welche Kräfte zur Verfügung stellen und wer ist genau die Gruppe, die dorthin geht, das ist in den Händen des Generalinspekteurs, wird dann innerhalb der EU-Mission auf den Weg gebracht. Das findet in den nächsten 2 bis 3 Wochen dann ganz konkret statt. Es sind ja viele Nationen gemeinsam in der EU-Mission unterwegs, die in Afrika dann sagen, als internationales Bündnis, als europäisches Bündnis wollen wir in Afrika selber helfen. In Afghanistan ist im Norden, wo wir verantwortlich sind, die Lage stabil und beherrschbar. Die afghanische Bevölkerung hat hohes Vertrauen, dass im Norden unter dem Kommando, geführt von Deutschland, aber mit 16 weiteren anderen Nationen, die Lage so ist, dass sie sich sicher fühlen können. Das zeigt eben auch, dass die Vorbereitungen für die Wahlen ruhig laufen. Es zeigt vor allem beeindruckend, dass die afghanische Bevölkerung wirklich ihre Stimme erhebt und wählen möchte. Also ein hoher Anteil auch an Menschen, die sich neu registrieren lassen. Was zeigt eben, dass das Interesse an der Wahl sehr groß ist und die Information auch sehr weit verbreitet ist, dass diese Wahl wichtig ist und dass man sein Recht wahrnehmen kann. Mich hat vor allem gefreut, dass bei den neu registrierten Wählern 37% Frauen sind, die ganz klar verstanden haben und ihr Recht auch wahrnehmen wollen, ihre Stimme abzugeben und damit auch Einfluss auf die Zukunft dieses Landes zu nehmen. Es geht um eine europäische Mission. Es ist nicht eine Frage von bilateralen Beziehungen, sondern eine europäische Mission. Und Europa hat ein hohes Interesse, dass in Afrika Stabilität und demokratische Verhältnisse herrschen. Wir wissen, dass es unterschiedliche Krisenherde in Afrika gibt. Afrika ist unser direkter Kontinent. Wenn man mal den Seeweg betrachtet, uns trennt auf dem Seeweg weniger von Afrika. Der Seeweg von in Richtung Großbritannien ist länger. Afrika ist unser direkter Nachbar und die Auswirkungen, ob in Afrika Mord, Vertreibung, Hunger und Destabilisierung herrscht, werden wir früher oder später in Europa fühlen. Das heißt, wenn es gelingt, in Afrika gemeinsam mit der Afrikanischen Union für Stabilität zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die afrikanischen Kräfte selber die Verantwortung in die Hand nehmen. In Mali ging es darum, ein Regime zu stabilisieren, das durch Rebellengruppen
förmlich vom Tisch gewischt zu werden drohte. Dann ist es im eigenen Interesse, dass nämlich Afrika auf die Beine kommt, dass Afrika seine eigenen, die Sie eben nannten, auch wirtschaftlichen Fähigkeiten entwickeln kann und damit ein wichtiger Handelspartner auch für Europa wird. Aber vor allem auch die humanitäre Frage steht im Augenblick am Anfang der Stabilisierung dieses Kontinentes. Die Frage, ob Afrika weiterhin ein Krisenherd sein wird oder ob Afrika in den nächsten Jahren es schafft, unter stabilen Bedingungen ein wirtschaftlich aufstrebender Kontinent zu werden, ist entscheidend auch für Europa.